guess what happened to Count Dracula. Im Jahr 1987 erklärte Stephen King, dass er die Zukunft des Horrors sah. Und in gewisser Weise hatte er recht. Clive Barker beschloss, bei einer von ihm geschriebenen Krankengeschichte Regie zu führen und nannte sie Hellraiser, das Tor zur Hölle. Eine Box öffnete die Tore der Hölle und die Zenobiten, Dämonen des Schmerzes, fanden ihren Weg in unsere Welt. Der Erfolg des Projekts öffnete auch die Tür für viele Fortsetzungen. Hellraiser 2, Hellbound, behielt im folgenden Jahr den gleichen morbiden Stil bei, mit vielen cleveren Spezialeffekten. Deine Seele werden wir zerschmettern. Anthony Hickox gab im 1992 mit Hell on Earth eine Metal-Fortsetzung. Es ist schon gut zurück. Zum Abschluss der Serie der vierte Teil erzählt von der Geschichte der Box und ihrer Beziehung zu den Dämonen, in Blutlinie aus dem Jahr 1996. Die nächsten beiden Hellraiser-Filme sind Inferno, Hölle und Hellseeker, Höllensucher, die mit unseren Nerven spielten, mit den Albträumen, die die Protagonisten erlebten und der Hellraiser-Reihe neues Leben einhauchten. Pinhead Doug Bradley wird uns dieses Jahr auf eigene Initiative Edda, Tödlicher, als Nummer 7 und Hellworld, Höllenwelt, als Nummer 8 präsentieren, die beide direkt auf DVD veröffentlicht werden, mit dem ultimativen Ziel, dass Nummer 9 in die Kinos kommt. Sieh was, wenn ich Ihnen einen Deal mache? The Legend of Frankenstein once again brings terror. Comes early this year.